Herzlich willkommen zu Top 10 Phobien. Ich hab 5 Quellen dafür. Für 10 Phobien. Und falls ihr einer unter einen der 10 Phobien leiden solltet, könnt ihr mir ja sagen, ob die recherchierte Scheiße da richtig ist oder falsch. Fangen wir an. Nummer 1. Emetophobie. Ist die Angst vor dem Erbrechen, egal ob man sich selbst übergibt oder andere Menschen dabei zusehen muss. Menschen, die an Emetophobie leiden, brechen in Panik aus, wenn es ums Kotzen geht. Nummer 2. Nomophobie. Ist die Angst davor, ohne Handy existieren zu müssen. Darüber können einige von uns ein Lied singen. 2/3 der Briten etwa haben panische Angst davor, telefonisch nicht erreichbar zu sein. Nummer 3. Choirophobie. Ist die Phobie vor Clowns. Und gar nicht komisch. Stars wie Johnny Depp und Robert Pattinson leiden unter dieser Angst. Seitdem wir S von Stephen King gesehen haben, ist diese Phobie absolut nachvollziehbar. Nummer 4. Uranophobie. Nicht weniger belastend ist die Uranophobie. Auch Uranophobie. Diese bezeichnet die Angst vor dem Himmel. Sobald sie das Haus verlassen, schnellt der Puls der Betroffenen in die Höhe. Demgegenüber will jeder Innenraum als ein wahres Paradies empfinden. Die Personen lieben vor allem Zimmer ohne Fenster. Nummer 5. Die Hypopotomontrosesquipedaliophobie. Wenn man dieses Wort sieht, kann man die Ängste der Betroffenen beinahe verstehen. Es handelt sich um die Panik von langen Wörtern. Welch Ironie. Nummer 6. Diplophobie. Wer von der Diplophobie betroffen ist, sollte die Finger vom Alkohol lassen. Es handelt sich nämlich um die Angst vor Doppelbildern. Nummer 7. Gymnophobie. Bezeichnet die pathologische und irrational erlebte Angst vor eigener oder fremder Nacktheit. Damit handelt es sich um eine spezifische Phobie, die mit übertriebenem Schamgefühl nicht gleichzusetzen ist, auch wenn sie oft als solches fehlgedeutet wird. Diese Angst, nackte Menschen zu sehen oder selbst nackt gesehen zu werden, tritt auch unter jenen Rahmenbedingungen auf, in denen dies sozial erlaubt ist. So, dass zum Beispiel Saunabesuche nicht möglich sind. Über die Prävalenz der Gymnophobie gibt es, wie bei vielen anderen spezifischen Anstörungen, keine Angaben. Nummer 8. Ligirophobie. Ligirophobie beschreibt die panische Angst vor plötzlichen, sehr lauten Geräuschen, insbesondere Knallgeräusche. Betroffene Personen fürchten zum Beispiel das Erplatzen von Luftballons oder knallenden Türen. Besonders leiden diese Menschen zu Silvester, da sie dann stark unter der Atem den abgefeuerten Raketen und kleineren Feuerwerkskörpern wie daran leiden. Nummer 9. Arachnophobie. Arachnophobie ist die weit verbreitete Angst vor Spinnen. Entdeckungsgeschichtlich hat die Angst des Menschen vor Gewitten Insekten durchaus eine Berechtigung. In der heutigen Zeit hingegen ist die reale Gefahr vor Spinnen in den Alltag unbekannt. Menschen mit einer Arachnophobie können so große Ängste entwickeln, dass die Räume nicht mehr betreten aus Befürchtung. Es könnte eine Spinne im Raum sein. Hier hat die Angst einen irrationalen Charakter angenommen, der den Betroffenen in seinem Bewegungsradius einschränkt. Nummer 10. Panophobie. Und das Beste, das Schlimmste kommt zum Schluss. Wer unter Panophobie leidet, hat wirklich die Arschkarte gefüllt. Betroffene haben Angst vor allem, beziehungsweise vor dem Leben. Das war's mit meinem Video. Hoffentlich hat es euch gefallen und hoffentlich habt ihr jetzt keine Phobie entwickelt. Oder hoffentlich habe ich, wenn ihr eine Phobie habt, sie nicht getriggert. Egal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!